kündige jetzt einfach meinen Job und ich probiere es jetzt einfach mit Selbstständigkeit, ohne Wissen, hey, was geht, trotz Kind, blöd gesagt, und eigentlich keine Sicherheit, aber irgendwie es gleich Wissen, ey, komm, egal was passiert, irgendwie geht es schon. Und wenn es nicht geht, dann gehen wir halt wieder normal irgendwann arbeiten, als Angestellte, scheißegal. Das ist ja, bringt uns ja nicht um, wir haben das jetzt so lange gemacht. Also werden wir es immer noch können. Willkommen beim Storyflow Podcast, dem Podcast zum Schreiben von deiner eigenen Geschichte. Ich bin der Flo und mache mich mit euch auf die Suche nach Menschen, die ihren eigenen Weg gehen und ihre Erlebnisse auch mit anderen teilen. Von dem ersten Schritt bis zum Aufbau von lebendigen Communities. Wir schauen hinter Kulissen von Creators und Personal Brands aus der Schweiz, finden heraus, was sie antreibt und wieso sie sich für so ein Leben entschieden haben. Wir reden aber nicht nur über ihre persönlichen Hintergründe, sondern auch darüber, was es heisst, seinen Alltag in den sozialen Medien zu teilen. Wir wägen die Möglichkeiten und Tücken von den verschiedenen digitalen Plattformen ab, geben praktische Tipps zum Content-Kreieren und schauen uns an, was es wirklich braucht, um seine eigene, authentische Stimme zu finden. Also, bist du ready, um deine eigene Geschichte zu schreiben? Dann wünsche ich dir ganz viel Spass bei dieser Folge vom Storyflow Podcast. Heute habe ich ganz einen besonderen Gast bei mir, den Andi Brunner. Der Andi ist ein talentierter Videoproduzent und Fotograf aus Aarau, der zusammen mit seiner Partnerin, der Carol, vor kurzem den mutigen Schritt in die vollständige Selbstständigkeit gewagt hat. Das Außergewöhnliche an ihrer Story ist, dass sie den Lebenswandel nicht wie viele andere in ihren 20er vollzogen haben, sondern erst viel später, so um die 40 Jahre. Also in einer Zeit, wo die meisten anderen karrieretechnisch eher auf Sicherheit bedacht sind. Das allein verdient schon viel Respekt. Dass sie aber gleichzeitig auch noch älter geworden sind, macht sie für uns zu richtig grossen Vorbildern. Sie leben uns vor, dass man auch mit Kind weiter an seinen Träumen festhalten kann und sie weiter folgen. Uns also nie zu spät ist, um seine eigene Geschichte zu schreiben. In unserem Gespräch teilt Andi unter anderem mit uns, wie er schafft, seine Leidenschaft fürs Filmemachen mit seinem Familienleben zu vereinen, was es wirklich bedeutet, in einem Alter, wo viele andere an Sicherheit denken, kreative Risiken einzugehen, und wieso das Ganze ein Marathon ist und kein Sprint. In dem Sinn wünsche ich dir ganz viel Spass bei dieser Folge vom Storyflow Podcast. Genau, steigen wir doch am besten gerade ein mit deinem super Video von Panama. Ist das widerspiegelt das deine betrunkene Leute, die sich im Meer ins Meer stürzen? Ist das eines von den ersten Videos auf YouTube, oder was? Das erste Video, das ich hochgeladen habe auf YouTube, war in Puebla, Mexiko. Und zwar war das Konzert von irgendeiner mexikanischen Band. Das war am ersten Tag unserer Weltreise. Nicht ganz am ersten Tag, aber am 13.11.2013. Schon ein paar Jahre her. Sehr nice. Sehr nice. Yes. Geil. Und nachher im nächsten Views? 13. 13 Views. Nach 10, über 10 Jahren. Nicht schlecht. Hey, aber. Hey, mehr als ein View pro Jahr. Nein, hey, nicht schlecht. Ja, es ist auch ziemlich erbärmlich, wenn man ein Handy-Video von 2013 hochlädt auf YouTube. Anyway. Ja, erzähl. Ja, hey, das ist eigentlich super Einleitung, weil die erste Frage, die ich dir wirklich stellen wollte, ist: Magst du dich noch daran erinnern, an deinen allerersten gezahlten Auftrag? Was war das für ein Auftrag gewesen? Mein allererster gezahlter Auftrag? Heieiei. Das war, wenn ich jetzt hier in meiner History herumstöbere, wahrscheinlich für ein Tattoo-Studio in Zofingen gewesen. Und zwar im Juni 2018. Das war mein allererster gezahlter Gig. Und zwar so ein Image-Highlight-Video. Also nicht gerät, sondern wirklich einfach so ein bisschen nice B-Roll und wie jemand tätowiert wird und die Tattoo-Artistin dort. Ja. Ist nicht mal so schlecht gekommen, finde ich. Aber ja, man kann es selber anschauen auf meinem YouTube-Channel, wer Lust hat. Und was hast du dafür bekommen? Weißt du das noch? Vielleicht nicht mal so wenig. Ich denke etwa Tausiger. Tausiger? Ja, nicht schlecht für den ersten Auftrag. Es war nicht ein schlechter Auftrag gewesen.
Yes. Ja, voll. Aber ursprünglich wäre es eigentlich auch dort nachgedacht mit Websites und allem drum und dran. Weil zu dieser Zeit hatte ich eigentlich eher so ein bisschen Absichten gehabt, ins Webdesign hineinzugehen, weder wirklich in Video. Video ist mehr so ein Side-Effekt von einer Schule, die ich gemacht habe, nachdem wir von einer Weltreise zurückgekommen sind. Bis dann habe ich mir noch gar nicht gross Gedanken gemacht über das Video machen. Aber nachher war dann ziemlich schnell klar, dass Webdesign eigentlich nichts für mich ist und viel zu technisch ist und ich eigentlich viel mehr so auf die visuellen Sachen oder in die Richtung gehen will und dann auch dort mehr Fuß fassen und das auch zu einem Job machen. Da ich das war dann schon eher in meinen 30ern, weil bis zu meinen 30ern habe ich eigentlich ein bisschen gestruggelt mit einen Job zu finden, wo ich wirklich mich identifizieren kann, weil grundsätzlich bin ich schon immer jemand, der gerne in meinem kreativen Bereich gearbeitet hat. Ich finde, wie so all die Sachen, die nachher so in den letzten 10 Jahren rausgekommen sind, sind das, was ich eigentlich gerne gemacht habe, so vor 20 Jahren, wo es aber eigentlich dann gar noch nicht wirklich gegeben hat. Also es hat weder eine Social-Media-Plattform gegeben, noch hat es ein Business gegeben, blöd gesagt, für Videos, vielleicht im Fernsehen. Noch für Musiker oder egal was ich gerne gemacht habe, es hat eigentlich gar keine Plattform gegeben, aus dem irgendwie ein Einkommen zu machen. Ja, also. Darum bin ich vielleicht auch erst ein bisschen spät ins Game eingestiegen und gehöre wahrscheinlich jetzt eher schon zu den Opas und den Leuten, die Videos machen für Social Media mit 40. Ja, ich kann vielleicht aber auch einfach sagen, dass durch deine Erfahrung du schlussendlich auf den wie selber auf die gute Seite gewechselt hast, oder? Klar. Yes. Ja, und schlussendlich gehört ja auch alles, was ich gemacht habe bis dorthin, kommt mir ja jetzt zu gut. Also, sei das eben durchs Musikmachen, mit Musikproduktionen. Ich habe die Schnittprogramme und all das Zeug schon verstanden, in der Theorie halt durchs Musikmachen und selber Musik aufnehmen. Und ja, dann ist natürlich das andere viel einfacher gefallen. Als jetzt ja, Webdesign, wo einfach zum Beispiel nur mit Programmieren und so zu tun hat, wo ich absolut die Pfeife bin, weil es einfach für mich nicht logisch ist, weil ich nicht so ein Hirn habe, weil mein Hirn halt einfach nicht so funktioniert, sondern mehr auf visuelle Impulse oder eben Musik. Ja, das ist auch so ein bisschen das, was ich das Gefühl habe, ist so ein bisschen meine Stärke halt im Videobereich, dass ich das Zusammenspiel zwischen Musik und visuellen Sachen irgendwie relativ gut verstehe. Ja. Spannend. Also du hast jetzt schon ein paar Sachen angetönt, die wir vielleicht noch ein bisschen genauer können anschauen können. Einerseits, du hast Musik gemacht, oder machst du das vielleicht immer noch ein bisschen. Hast dich im Webdesign ausprobiert. Du bist auf einer Weltreise gewesen, zusammen mit deiner Freundin, der Carol. Vielleicht können wir das Ganze noch ein bisschen ausfranzeln, weil das sind so, glaube ich, so verschiedene Sachen, die dich als Creator ausmachen. Vielleicht können wir gleich so ganz klassisch mal anfangen. Also, du hast irgendwie einen Job angefangen, wie jeder andere auch. Und irgendwann ist dir der Job, den du dann dazu mal vielleicht gemacht hast, aber irgendwie hat er dann nicht mehr Spass gemacht oder hat dich nicht mehr erfüllt. Was ist denn dort ursprünglich vielleicht mal am Start von dieser ganzen Creator-Reise gewesen, wo du angefangen hast, dich auf die Reise zu begeben? Also grundsätzlich eigentlich alles wirklich, also meine Entwicklung angefangen hat eigentlich alles so mit 12, 13. Ich war extrem affin für Musik, ich habe Gitarre gespielt und schon Sport. Also für mich ist eigentlich Sport und Musik sind die zwei Sachen gewesen, die ich eigentlich gemacht habe. Und alles andere ist einfach so, ja, musst du machen. Ich muss in die Schule halt. Aber es war nie so gewesen, dass ich in der Schule irgendeiner Form aufgegangen wäre. Noch habe ich mich dort irgendwie gross wohlgefühlt, eigentlich die ganze Zeit. Für mich ist immer nur Freizeit, ich wollte Sport machen oder ich wollte Musik machen. Und grundsätzlich ist das bei mir nachher eigentlich so ein bisschen weitergegangen, als ich auch in die Lehre gekommen bin. Mein Vater oder mein Grossvater schon hat damals eine Autogarage gehabt in Zofingen. Und durch das, dass ich eigentlich nie so richtig gewusst habe, jetzt jobmässig, woher es sie soll gehen, weil mich eigentlich außer die zwei Sachen wirklich viel interessiert hat, habe ich dann einfach einfachheitshalber wahrscheinlich gewählt, dass ich eine Automech-Lehre mache.
Weil ich wahrscheinlich auch zu faul war, um mir wirklich Gedanken machen. Ich meine, die Standardberufsberatung, die es dort gegeben hat, ja, ich meine, du kreuzst das Zeug an, wo du irgendwie das Gefühl hast, kennst. Und ja, logischerweise, ja, ergibt sich dann relativ schnell halt, dass, ja, du interessierst dich für Autos. Was ich logischerweise ein Stück weit schon auch gemacht habe, dadurch, dass ich halt so aufgewachsen bin und mein Vater auch Rennen gefahren ist und so. Und ich sehr viel auf Rennstrecken verbracht, also Zeit verbracht habe. Aber, ja, also für mich ist eigentlich schon immer so, ich bin vom Arbeiten 5 angezeigt, heimgesäckelt, im Bandroom, Sound machen. Das ist eigentlich so zwischen 16 und 21 hat es eigentlich für mich nichts anderes gegeben, wieder so schnell wie möglich verreisen vom Arbeiten und ab im Bandroom, Sound machen und mich austoben. Und aber gleichzeitig hat mich auch der Sport eigentlich immer begleitet. Schon immer eigentlich, ich hatte da auch Phasen gehabt, wo es mehr und weniger war. Aber grundsätzlich hat mich das eigentlich immer interessiert, nämlich immer begleitet. Also, ich habe früher Eishockey gespielt. Später dann einfach mehr Kraft- und Ausdauersport gemischt. Nein, ist ein kleines Eishockey reingekommen später. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie halt gleich als Automech geschafft, bis ich irgendwie 21 war. Habe dann gefunden, hey, komm, ich mache jetzt mal noch eine Weiterbildung in Richtung also Handelsschule, damit ich vielleicht ins Büro kann arbeiten kann, weil ich gewusst habe, es wird eh nicht, das wird nichts längerfristig für mich sein. Und nachher habe ich mich eigentlich entschieden, ja, komm, nach der Handelsschule, ich habe dann geschaut, ob ich dort einen Job machen oder übernehmen im Büro, aber das ist dann irgendwie nicht gegangen. Und dann habe ich mich entschieden, dafür 3 Monate nach Amerika zu gehen. Zum Englisch lernen oder Party machen, was auch immer. Und nach Jungen reisen. Und das war so eine Idee, wo ich so. Also, ich bin früher schon immer mit meinen Eltern viel gereist und auch immer öfters mal so Roadtrips gemacht in Amerika. Aber es war das erste Mal, wo ich so wirklich alleine neu mehr hier bin. Ja, und ja, ich bin dort halt voll geflasht von dem. Von dieser Weite halt. Und eben, du kannst eigentlich mit dem Auto, du cruisest einfach irgendwo her, schlafst im Auto. Gehst du ins Motel oder gehst ins Hostel? Und halt auch einfach viel, ich bin auch einfach viel einfach draußen in der Natur. Und es war auch das erste Mal, als ich wirklich eine Kamera dabei hatte. Es war zwar eine richtig erbärmliche Sony, die irgendwie einen halben Zentimeter dick war. Und nach der Hälfte von der Reise ist irgendwie ein Glas innen gebrochen. Sie hat nur noch irgendwie verschwommene Fotos gemacht. Aber ja, anyway. Ich würde sagen, es war so das erste Mal, als ich wirklich auch so ein bisschen dokumentiert habe, meine Reise dort und das so Bild festgehalten habe. Ja, wenn ich nachher zurückgekommen bin, ist immer noch das gleiche Thema gewesen. Ich bin immer noch so ein bisschen, was soll ich jobmässig machen? Bin ich in der Bar gearbeitet? Dann habe ich irgendwie ein bisschen im Lager gearbeitet. Und nachher habe ich gedacht, hey, komm, jetzt muss ich mir wirklich den Arsch mal aufreißen und irgendwie in eine Richtung gehen. Das war dann irgendwie erst mit 25 wieder langsam gewesen. Oder mit 24. Habe ich ein Praktikum in einem Musikladen angefangen, also als Produktmanager. Aber eigentlich war es mehr so das Praktikum gewesen. Schlecht bezahlter Job. Wie man immer dem was sagen. Klassisches Praktikum. Also ich habe sicher zu viel geschafft für das, was ich bekommen habe. Ja, nach einem halben Jahr habe ich eigentlich mein ganzes Erspartes verbrannt und dann habe ich gewusst, okay, nein, das kann ich nicht ziehen. Und ey, auch wenn es cool ist, weißt, mit den ganzen Tag mit dem Instrument zu tun zu haben, irgendwie in so einem Laden zu arbeiten, das ist nicht das, was ich suche. Das geht nicht. Ich kann nicht so weitermachen, nachdem ich nicht gekündigt habe. Und habe es zeitlang oder halt auch im Contact Center bei der Swisscom angefangen. Und das war eigentlich so gerade 2008, ist 2008, wo das erste iPhone rausgekommen ist. Und ich bin dann so voll geflasht von der. Also halt voll, eh schon ein bisschen technisch affin gewesen, grundsätzlich. Und dann das iPhone rausgekommen und das war eh das Ding gewesen. Und ist so, ich habe die erste Welle von dem Ganzen so neu mitbekommen. Und habe mich richtig angefangen dafür zu interessieren. Und das war so ein bisschen der Startschuss eigentlich in das gewesen. Habe gleichzeitig habe ich immer in Bands gespielt, während dieser ganzen Phase. Und auch in dieser Zeit, als ich bei dieser Swisscom geschafft habe, ich auch wirklich intensiv in einer Band gespielt, wo auch gerade frisch so Insta und all die Geschichten rausgekommen sind und wo das angefangen hast zu nutzen. Und dann haben wir T-Shirt gebraucht und wir haben eine Website gebraucht und wir haben irgendwie Fotos gebraucht.
Und das ist auch das erste Mal, wo ich mich dann wirklich so ein bisschen fürs Professionelle irgendwie, oder um das gekümmert habe, weil ich so ein bisschen verantwortlich war, jemanden zu finden, der das Ganze macht für uns. Und dann habe ich nachher in Deutschland einen kennengelernt, wo das halt Vollzeit macht. Also halt wirklich halt eben all die Gestaltungssachen, ob das jetzt Webdesign, ob das Logo-Design ist oder was auch immer. Und dann habe ich das erste Mal so gesehen, ey, fuck, da verdient jemand mit dem Geld. Und dann, er macht noch etwas Geiles, also er macht da Zeug für Bands. Und das ist so das, was ich wirklich so ein bisschen brennt habe dafür, oder? Und dann habe ich gedacht, hey, scheiße, ich muss das irgendwie auch probieren. Und nachher ist aber gerade die Phase gewesen, wo wir uns entschieden haben, wir gehen auf Weltreise für ein Jahr oder eigentlich ist es auf unbestimmte Zeit gewesen. Und ja, dann habe ich halt eben, wie gesagt, es ist alles so ein bisschen schleichend gewesen. Oder einerseits habe ich angefangen, für Bands ein Zeug zu machen. Andererseits habe ich angefangen, selber eine Blogseite zu machen mit WordPress und mich zuerst mal so ein bisschen in dem ausprobieren. Ja, so, das ist so ein bisschen der erste, ja, das ist eigentlich so der Anfang gewesen, wie ich zu dem Ganzen gekommen bin. Du hast jetzt Carol ein paar Mal erwähnt. Wann ist sie genau dazugekommen? Ich glaube, sie spielt in dem Ganzen auch eine ganz wichtige Rolle. Vielleicht können wir dort dann auch kurz, nicht vielleicht im gleichen Detail, aber so ein bisschen ansprechen, woher das sie kommt und wie ihr da eigentlich zusammen euch dann irgendwann auch entschieden habt, hey, ihr macht jetzt einfach den Sprung, ihr geht jetzt auf die Reise, auf unbestimmt. Also, Carol habe ich kennengelernt mit 19. Und etwa ein Jahr später sind wir dann auch wirklich zusammengekommen. Da ich mich vielleicht am Anfang ein bisschen spastig verhalten habe. Nein, sie hat in dieser Zeit auch in Deutschland, sie hat in Hannover gewohnt. Und ja, nachher ja, haben wir uns so ein bisschen verliebt und sind. Und ich bin relativ oft in Hannover gewesen und sie relativ oft am Wochenende da. Bis etwa, glaube nach einem Jahr sie nachher zurück in die Schweiz gekommen ist. Und dann ist sie eigentlich auch gerade nach dieser Phase, also nach dieser Zeit ist sie dann auch gerade für ein paar Monate auf Australien reisen, alleine. Und hat mich nachher logischerweise auch so ein bisschen motiviert dazu, das ist eben noch vor der Amerika-Reise gewesen, die ich vorhin gesagt habe, dass ich das vielleicht anmache, so, ja, soll es doch mal probieren, so mal etwas alleine quasi reisen und so, es tut gut und genau. Und ja, wir sind dann eigentlich gar nicht zusammen so gross am Reisen gewesen, so in unseren 20 bis 30. Wir sind dann irgendwie, vielleicht eben mal zu Amerika haben wir einen Roadtrip gemacht und dann sind wir mal auf Thailand, um mal zu schauen, ob wir in Südostasien können. Ob wir uns dort wohlfühlen. Aber ja, auf jeden Fall, eben für uns ist irgendwie nachher nicht, oder vor allem für sie ist vor allem die gewesen mit dem Traum, sie wollte mal wirklich richtig lang reisen. Und für mich war immer so, gewesen, hey, ich habe eigentlich schon, dadurch, dass ich nie wirklich das Gefühl hatte, ich passe in die Schweiz, so wie ich bin. Blöd gesagt. Weil ich das nie, ich, ja, schaffe, schlafe, 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 ist irgendwie nie so mein Ding gewesen. Sondern ich habe gerne gelebt und Zeug erlebt. Und ich habe eigentlich schon immer gewusst, dass ich gerne jeden Tag etwas Neues erlebe und irgendwie unterwegs bin. Und eben für mich schon irgendwie, ich habe immer eigentlich im Ausland wollen schaffen. Ich weiß nicht, das ist schon mit 18 Jahren, ich eigentlich schon gedacht, ich werde irgendwann ins Ausland geschafft, habe es irgendwie nie geschafft, aber ja, auf anderen Wegen bin ich dann auch gleich zu dem gekommen. Ja, und dann sind wir im 2013, wie ich gesagt habe, ist es 2013 gewesen? Ja, 2013 eben sind wir auf die Weltreise. Sind wir geplant, eben unbestimmte Zeit, keine Ahnung, wir sind einfach mal gestartet in Mexiko und haben das All-Around-World-Ticket gebucht und mehr haben wir eigentlich nicht gehabt. Zwei Rucksäcke, fertig. Und eure Und ja, es Kameras. ist eine Kamera und eigentlich hat von uns niemand gewusst, wie die funktioniert. Dutz Mal hat sie Fotos gemacht und ich habe sie bearbeitet mit so einem Photoshop Elements mit so ultra grusigen Filtern, die völlig, völlig übertrieben sind. Aber ja, dort hat sie nachher auch ihre Leidenschaft fürs Fotografieren entwickelt. Ja, hat dann, ist auch zurückgekommen und hat eigentlich nach einer gewusst, ich werde das irgendwie weitermachen, in welcher Form auch immer. Ja, und nachher, das ist, sie hat es dann eigentlich auch nie weggelegt, also sie hat dann einfach nebenbei daheim, wo wir wieder zurück sind, hat sie dann einfach angefangen, ich weiß gar nicht, was sie alles am Anfang gemacht hat,
Aber einfach eben von Newborns bis Couples bis einfach sonst Leute fotografiert, People, ja, einfach querbeet, jetzt über Hochzeiten, viel Family-Sachen im Moment. Das war einfach so ein schleichender Prozess gewesen. Sie hat auch immer 100% geschafft. Würde ich sagen, jetzt die letzten 7 Jahre, also bis vor Covid, hat sie eigentlich immer 100% geschafft und eigentlich das immer noch nebenbei gemacht. Und bei mir war es eigentlich ähnlich gewesen. Also eben nach dieser Weltreise, ich bin wirklich zurückgekommen und ich habe genau gewusst, ich wollte die Web- und Media Publisher Schule machen. Und voller Elan zurückkommen, wie andere denken, ja, findest du noch zurück ins Alltagsleben, wenn du wieder in der Schweiz bist. Ich habe so meinen Plan gehabt, ich habe genau gewusst, hey, ich komme zurück, ich wollte so schnell wie es geht, den Job. Ich wollte so schnell wie möglich die Schule anfangen, egal wie. Ich wollte einfach so schnell wie möglich jetzt einfach nur noch das machen, was ich Bock drauf habe. Und ich bin wirklich zurück und innerhalb von 2 Wochen habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Und ich glaube, nach 3 Monaten oder 4 Monaten habe ich die Schule angefangen. Und so hat sich das Ganze nachher einfach, hat sie seinen Lauf genommen. Bin nachher, muss ich sagen, dann habe ich meinen Elan zwischenzeitlich ein bisschen verloren, weil es alles so ein bisschen, wenn man wieder in die Alltagssuppe nimmt, ist dann gleich halt ein bisschen verläuft und vielleicht Ziele nicht mehr ganz so klar sind, wie wenn man von irgendeinem länger wegkommt und man super fokussiert ist. Darum haben wir eigentlich auch immer wie das beibehalten, dass wir auch probieren, jetzt immer noch so alle Jahre, also wenn es geht, 4 Wochen uns eine Auszeit zu gönnen und einfach zum Reset machen, zum klar werden, hey, was wollen wir überhaupt noch, was geht nicht. Und probieren dann ein Ziel zu schaffen. Und so haben sich dann auch später nachher eben halt die Sachen ergeben, wie zum Beispiel, ich kündige jetzt einfach meinen Job und ich probiere es jetzt einfach mit Selbstständigkeit, ohne Wissen, hey, was geht, trotz Kind, blöd gesagt, und eigentlich keine Sicherheit, aber irgendwie ist gleich wissen, ey, komm, egal was passiert, irgendwie geht es schon. Und wenn es nicht geht, dann gehen wir halt wieder normal irgendwann arbeiten, als Angestellte, ist scheißegal. Bringt uns ja nicht um. Wir haben das jetzt so lange gemacht, also werden wir es immer noch können. Aber so eben der Drive und der Elan ist halt zwischenzeitlich, verlierst du vielleicht auch eben wieder ein bisschen im Alltag in der Schweiz und weil alles so also sicher und gemütlich ist und ja. Ist denn der Elan, also was du gesagt hast, was du mitgebracht hast von dieser längeren Reise, hat der mehr der kreativen Arbeit geholfen? Also du wolltest einfach einen Job haben, wo du dich kannst kreativ ausleben kannst? Oder ist es gewesen, ich habe das Ziel, ich will irgendwie aus dem raus mich selbstständig machen? Was ist der Drive gewesen genau? Also das klare Ziel ist, ich möchte arbeiten von egal wo ich bin. Also das war eigentlich so der Mindset, als ich zurückgekommen bin. Ich wollte einen Job haben, egal wo ich auf dieser Welt hocke, quasi kann machen. Und Also am liebsten Ortsunabhängigkeit ist eigentlich. Ortsunabhängigkeit, halt logischerweise nach dem Reisen ist so das. Und du siehst all die Leute, die irgendwo in ihren Cafés hocken und irgendwie an den Laptop rumdrücken und das Geld verdienen. Das ist so ein bisschen, wow, wie geil ist das? Aber so einfach ist es natürlich ja nicht. Oder? Ich meine, es klingt so cool und easy, aber ich meine, es ist natürlich etwas ganz anderes. Aber grundsätzlich ist schon gewesen, hey, ich wollte zu meinen eigenen Terms arbeiten. Ich möchte eigentlich am liebsten schon unabhängig sein von einer Firma, ja, einfach Selbstständigkeit. Einfach ich mache mein Ding, so wie ich es will. Das ist schon das gewesen, was mich eigentlich wirklich motiviert hat. Und eben, bis dann habe ich auch überhaupt nicht an Video gedacht, gar nicht. Das ist, eben, während der Schule, wir haben irgendwie 6 Fächer gehabt von Webdesign, über Fotografie, über Game Design, über sonst Programmieren, PHP, was auch immer. Und eben das letzte Fach eigentlich von der Schule ist Video gewesen. Und ich bin gerade halt so, wow, voll geil. Hey, das ist es irgendwie. Mit dem kann ich mir vorstellen, langfristig etwas zu machen. Und es ist halt gerade die Phase gewesen, wo YouTube mit allen Fotografen, Videografen explodiert ist, Peter McKinnon seine Welle gehabt hat. Wo halt die Video- und Fotografen-Leute halt auch ihren Hype hatten und ich bin halt voll geflasht gewesen von dem. Es ist für mich so ein bisschen wie Musik gewesen, aber halt etwas, was man vielleicht auch zu Geld machen kann. Und nicht immer Konzerte spielen für, ja.
Aber es war mehr so, okay, das könnte etwas sein, wo man könnte leben davon, wenn ich mich genug, ja, wenn ich mir wieder Arsch genug fest aufreisse, dass das irgendwie herbekomme. Und dann habe ich wirklich 3 Jahre lang, es war ein ziemlich straube Jahr für mich, also halt neben dem Arbeiten irgendwie das noch probieren anzureissen, eben Selbstständigkeit. Ich hatte noch 2 Bands parallel. Irgendwie meine Gesundheit noch irgendwie in Check behalten, also mit meinem Training zum Beispiel, das ich halt einfach für mich brauche. Und da habe ich wirklich 3 Jahre, bin ich eigentlich, da bin ich perfekt im Hamsterrad drin gewesen. Also ich hatte eigentlich keine Minute Freizeit gehabt. Ich war eigentlich entweder im Training gewesen, bin am Arbeiten gewesen, ich bin im Bandroom gewesen, oder ich bin am probieren, mich irgendwie mit Foto, Video, Selbstständigkeit, irgendwas machen. Und das eigentlich 24-7. Und es ist nachher eigentlich so gegangen bis in 2019. Ja, das war dann noch genau gewesen, oder 16 bis 19, wo ich das wirklich voll hardcore durchgezogen habe, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, keine Chance, das geht nicht. Das ist das Thema, haben wir langsam angefangen über Kinder reden. Carol ist dann auch noch länger vom Job her auf Hongkong gegangen. Und dort hat es mich voll zusammengelegt. Weil ich einfach, es ist einfach wahrscheinlich grundsätzlich einfach alles too much gewesen. Weil ich wusste, okay, Kind, in dieser Konstellation, wie sie jetzt ist, ich werde mich selbstständig machen, ich werde nicht mehr den alten Job machen für die nächsten 20 Jahre. Bands, 2 Stück, wo sehr viel auch an mir gehangen ist in diesen Bands, weil ich auch sehr treibend halt gewesen bin. Und ich habe gemerkt, okay, ich habe jetzt keine Chance, ich muss ein paar Sachen jetzt einfach gehen. Und es war eine straube Zeit gewesen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, beide Bands aufzugeben. Für das, dass ich weiss, dass ich nachher eigentlich mehr kann vielleicht mit meiner Sache widmen und mich selbstständig machen. Hat aber nachher wirklich noch ein Jahr gebraucht, bis ich dann wie genug Mut auch irgendwie gehabt habe. Weil bei den Bands kannst du halt immer mit 3, 4 Leuten, kannst du halt immer hinter jemandem verstecken und bist nicht der, der in charge ist, oder vielleicht du bist schon in charge, aber du kannst dich halt irgendwie gleich immer decken mit anderen. Und wenn du halt die probierst selbstständig machen, bist einfach du der, der verantwortlich ist. Und du kannst niemand anderem geschaut geben, wenn etwas nicht läuft. Oder wenn du zu faul bist für etwas, du bist einfach du der, der halt zu wenig macht und niemand anders. Und ja, dort habe ich mich am Anfang schon relativ schwer da, bis ich mich dann eben dazu entschlossen habe, einfach, mach es einfach. Und vielleicht hat sich auch dann alles so ein bisschen zusammengefügt irgendwann. Das ist aber auch Wahnsinn, oder? Also wenn du so erzählst, eben, du hast dort 2 Bands gehabt, du hast noch gearbeitet, du hast dich nebenbei, hast dir das probiert aufzubauen. Und dann haben wir eben darüber nachgedacht, ein Kind zu bekommen. Und dann eigentlich zu überlegen, okay, ich verfolge den Traum, den ich habe, weiter von dieser Selbstständigkeit, von dem, ja, vielleicht auch Ortsunabhängigen, von dem Business. Mache das aber während dem, dass man halt nicht irgendwie in einer Situation ist, wo man sich vielleicht auch, wo man dann weiss, okay, zumindest ist jetzt da vielleicht mein Partner rum und der bringt das sicher sein kommen, weil das ist ja dann eher das Gegenteil, oder? Also als Mann in dieser Situation, oder, wärst ja du dann eigentlich dann der Ernährer, wo müsste es. Ja, aber das hat schon immer mitgespielt. Ja, aber das hat halt mein ganzes Leben lang eigentlich immer eine Rolle mitgespielt. Also die Rollenverteilung. Ja, als Mann weißt du eigentlich immer, du müsstest eigentlich die Scheiße zusammen haben. Du müsstest eigentlich wissen, was du willst. Und ich bin immer so, ich habe keinen Blassen gehabt, was ich eigentlich will. Mit zwischen 15 und, ich könnte sagen, zwischen 15 und 30 kann ich eigentlich grundsätzlich, jetzt Job, ich rede jetzt nur vom Job, privat, habe ich auch immer gewusst, was ich will. Aber jobmässig habe ich keinen Blassen Dunst gehabt. Ich war total lost eigentlich, wenn sie so nehmen und für mich war immer faszinierend, alle anderen um mich herum, das Gefühl, die wissen genau, was sie wollen. Machen sie da Weiterbildung, sie wissen genau, okay, ich will nachher, nachdem sie das ein paar Jahre gemacht haben, gehe ich DT und dann steige ich DT auf und dann das. Karriere. Und ich so, hey, ich habe absolut keine Ahnung, wieso. Also, weißt du, in meinem Kopf hat das einfach nicht stattgefunden. Es hat wie keine Motivation gegeben, irgendwo in einer Karriereleiter hochzugehen. Oder
Ja, ich kenne das Gefühl nicht. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich gehe nicht mehr arbeiten und dann muss ich mir richtig hart den Arsch aufreißen, dass ich nachher weiss, dass ich in 2 Jahren spätestens befördert werden kann, damit ich nachher diesen Job machen kann und dann 2 Jahre später diesen Job. Das gibt es bei mir nicht. Ja. Und ja. Ist aber vielleicht auch weniger unbedingt eben die Motivation für die Karriere, aber eben spätestens ab dem, wo das Kind dann wirklich unterwegs ist, oder wo er wüsste, hey, okay, da Ja. verändert sich jetzt etwas, oder? Dann spätestens dann stellst du dir die Frage, okay, wie machen wir das? Und dann trotzdem an dem Traum halt festzuhalten, oder? Und sagen mal, hey, das ist das, was wir wollen. Und auch wenn es eben vielleicht mit Risiken verbunden ist, wir gehen den Weg weiter und wir gehen jetzt nicht irgendwie, halt eben, wie ich mir vorstelle, die meisten anderen in so einer Situation machen sagen, okay, hey, nein, jetzt ist zuerst mal wichtig Sicherheit und wir gehen jetzt irgendwie, jetzt suchst du einen sicheren Job und jetzt legen wir das mal ein bisschen auf Eis und wie es dann halt so oft kommt, irgendwann ist der Traum dann halt weg. Also das ist ja auch das, wo Also, wir sagen, hat uns von Anfang an so inspiriert euch, dass wir irgendwie mit euch Leute kennengelernt haben, wo ihren Weg gehen. Wie schon andere auch, die wir kennen, aber halt in Situationen, wo ich davon überzeugt bin, fast alle und wir uns eingeschlossen, ich weiß nicht, ob wir den Mut gehabt hätten, all das, was wir jetzt irgendwie machen, eigentlich aus einer Situation zu starten, wo, hey, okay, wir sind jetzt plötzlich verantwortlich für das und das kleines Ding und irgendwie, ich weiß nicht, ob wir den Mut dazu gehabt hätten. Und das finde ich eben so krass. Und dem möchte ich ein bisschen vor den Grund gehen. Also, wie kommt das? Oder wie habt ihr das geschafft, dass ihr dort, wie gesagt, haben, hey, nein, look, wir lassen unsere Träume nicht los, wir machen weiter. ich glaube, es ist einfach so, wenn du jahrelang etwas machst und du weißt, hey, ich will meinem Kind das nicht beibringen. Also weißt, ich will nicht, ich bin kein Vorbild für mein Kind, wenn ich einen Job mache, wo ich eigentlich, und das ist nicht mal ein schlimmer Job gewesen, weißt, es ist ein easy Job gewesen, es ist ein gut bezahlter Job gewesen oder ein okay bezahlter Job gewesen. Aber wenn du und ein guter Arbeitgeber, aber wenn du weißt, hey, eigentlich grundsätzlich ist das nicht das, was ich machen will, oder oder 8 Stunden von meinem Tag verbringen. Das ist nicht das, was ich meinem Kind sagen will. Hey, schau, geh 8 Stunden etwas machen, was du nicht willst, aber dafür kannst du nachher, weil das überträgt sich auf all dies, auf das ganze Privatleben, auf die Mut. Ja, ich meine, ich habe es gleich relativ lang mitgemacht und Carol ist da jetzt zum Beispiel jemand, der komplett anders tickt als ich. Also bei ihr ist es, wenn sie so, wenn sie einen Monat, wenn sie merkt, das funktioniert nicht, dann ist sie weg. Und ich bin schon jemand, wo ich bin relativ flexibel, würde ich jetzt sagen, und halte relativ lang durch. Auch wenn ich jetzt etwas machen muss, was mich anschießt. Aber ja, es ist halt dann irgendwann so, hey, es wird sich dann schon irgendwie alles richten, weißt du, hab ich das Gefühl. Und ich meine, ich habe lange gebraucht, bis ich dann wirklich den Schritt gemacht habe. Also eben, wir reden hier von 2019, habe ich mal auf 60%, also das war eigentlich recht dämlich, gerade während Covid und Kurzarbeit habe ich auf 60% reduziert, aber anyway. Und nachher habe ich dort relativ viele Aufträge können machen für Nikin zum Beispiel, was richtig cool war, weil es halt das in einem Bereich war, den ich cool gefunden habe, weil ich habe können so ein bisschen Reisen mit Mode verbinden und das irgendwie auch zwei Sachen sind, die ich immer richtig geil gefunden habe. Und ja, und dann halt auch im 2020 haben wir dann halt auch wirklich, wo die Tochter gekommen ist, haben wir dann halt wie gemerkt, okay, wir wollen jetzt auch ein bisschen länger Zeit mit ihr haben, gerade im ersten Jahr, wenn wir sind. Ja, wir sind 38 und 40, wo sie gekommen ist. Und für uns ist einfach wichtig, dass wir die Zeit haben für sie und uns die auch nehmen können als Familie. Und wir haben auch wirklich lange reisen, also nicht reisen, aber wir haben wirklich ins Ausland wollen. Wir haben eigentlich grundsätzlich auf Bali wollen im ersten Jahr, für 3 Monate, was dann irgendwie wegen Reiserestriktionen halt dann nicht geklappt hat. Aber wir sind nachher 5 oder 6 Wochen auf Fuerteventura gegangen als Familie. Und es war so eine coole Zeit gewesen halt. Und ich habe auch 3 Monate unbezahlt genommen, im ersten Jahr. Also von Mai bis Mitte August. 4 Monate. Und dadurch, dass ich halt auch Homeoffice hatte, habe ich eigentlich bis im September, also von Januar, wo sie auf die Welt kam, bis im September, habe ich eigentlich komplett alles miterlebt. Und das ist halt für mich, ja, Geld ist so relativ, oder? Ich meine, in dieser Phase ist es einfach so, darauf ankommen, wir können unsere Fixkosten decken.
In dieser Zeit ist halt bei mir selbstständig jetzt nicht mega viel gelaufen, weil ich mich halt wirklich rausgenommen habe und habe fürs Kind schauen. Obwohl ich dachte, wenn ich dann unbezahlt habe, dann mache ich Projekte und reisse Zeug an. Und am Schluss habe ich eigentlich nur etwas gemacht, den halben Sommer. Weil ich einfach halt Zeit mit meiner Tochter verbracht habe und weil ich bin spazieren mit ihr am Morgen. Und ich einfach halt die Zeit mega genossen habe, einfach, dass ich nicht muss irgendetwas machen muss. Sondern einfach, dass ich Zeit habe und das Ganze kann aufsaugen, so wie es ist. Wirklich schöne Zeit gewesen, weil ich wirklich, meine, wenn ich andere Leute höre, wo ihre Kinder nach 2, 3 Monaten halt Vollzeit in die Kita gehen, ja, wäre nicht für mich gewesen. Das hätte ich nicht gemacht, weil ich entscheide mich nicht mit irgendwie 38 für ein Kind, wo ich nachher nicht mit sehen aufwachsen. Und ich sehe das manchmal jetzt schon, wenn ich Wochen habe, wo ich nicht so viel rum bin. Oder wo ich vielleicht 4 Tage 12 Stunden habe und halt wirklich erst um 7 Uhr zu Abend oder am 8 Uhr wieder heimkomme. Und ich sehe sie eigentlich eine ganze Woche nicht, wie ich das niemals könnte. Also so ein Standardjob, wo du halt vielleicht um 6 Uhr aus der Hütte bist und um 7 Uhr wieder zurück. Also, ja, ich weiß nicht, gefühlsmässig wäre das nicht richtig für mich. Ist in dem Sinn, in dem Fall auch nicht der Zeit, dort im ersten Jahr, wo du im Nachhinein bereust, dass du dort nicht mehr geschafft hast, nicht mehr. Ja, in dieser Phase denkst du natürlich schon, hey, nein, ich müsste doch jetzt selbstständig, ich muss doch jetzt Jobs anreißen, ich müsste doch jetzt das und dieses. Und ja, im Grunde genommen schon, aber irgendwie auch nicht. Weißt, irgendwie, ich habe immer das Gefühl, wenn du etwas genug lang machst und du bleibst auf dem Pfad, es wird sich dann schon irgendwie ergeben. Also obwohl man es vielleicht nicht glaubt, aber das weiß man vielleicht auch eben, wenn man irgendein Instrument lernen will oder wenn man will Sport machen will. Jeden Tag ein bisschen, bringt mehr als einmal in der Woche 10 Stunden. Sondern einfach immer ein bisschen probieren, immer ein bisschen machen. Und das Ganze wird, ja, wenn du 10 Jahre dran bist, ja, dann denkst du dann irgendwann so, hey, ist ja alles voll easy. Also weißt du, auch wenn ich jetzt, eben, auch wenn es um Videos geht, oder ich meine, wenn du immer ein bisschen dran bist und das immer machst, dann fällt dir viel einfacher, wenn du jetzt irgendwie in der Phase, wo ich das Gefühl habe, wow, ich bin nonstop dran und ich werde nicht besser. Aber du merkst dann die Steps gleich, wie es vorwärts geht, wenn du etwas genug lang machst, aber wenn du es dann vielleicht nicht im Ganzen so intensiv machst irgendwann. Voll. Und das Gleiche finde ich eben halt auch bei Kindern. Oder egal, eigentlich bei was du es machst. Für mich ist das Motto immer so: lieber mache ich jeden Tag ein bisschen, als eben nur so punktuell dafür lang. Für mich ist nie so, für mich ist immer so ein bisschen mehr, das ist so ein bisschen Qualität, wenn du eigentlich jeden Tag dir ein bisschen Zeit nehmen kannst für etwas, was Voll. du gerne machst. Also es ist ja voll ein bisschen, auch unsere Philosophie, die Meli und ich haben, haben ja genau das gleiche Denken, ist ja auch irgendwie, dass es muss einem, man muss so irgendwie das Ganze in die Balance bringen, dass es einem halt auch nach 10 Jahren noch Spass macht. Oder? Weil es bringt nichts, ein Jahr lang Vollgas, alles auf eine Karte zu setzen. Oder? Und nachher, vielleicht funktioniert es sogar, aber also für das Jahr, und man hat irgendwie Erfolg kurzfristig, aber man brennt dabei aus, weil man irgendwie, ja, man sich einfach so zu Boden irgendwie hasselt. Das ist eben Ich das, meine, was das ich ist ja doch. will. Das ist eben das, was ich im 2019 wollte sagen, oder? Ich habe jetzt so viele Sachen gleichzeitig gemacht. Ich habe dann eigentlich meine erste richtig, also es war nicht mein erster zahlte Auftrag, aber halt mein erster grosser Auftrag, und ich gefunden habe, so, wow, da könnte jetzt etwas richtig Langfristiges daraus werden. Das war eben mit Nicking. Und dann bin ich dort an den Shoot gegangen und am Tag 2 habe ich mit einem Hexenschuss, also ja, er ist zwar fertig der Shoot, aber es ist einfach, ich hatte einen Hexenschuss gehabt und dann bin ich einfach irgendwie 2 Monate lang, kann ich kaum mehr richtig laufen. Und das ist so, das hat mich so in die Realität zurückgeholt. Weißt du, so, Scheiße, habe ich mir jetzt so lange den Arsch aufgerissen und jetzt also kann ich denn das überhaupt noch machen? Weißt du, so, oder ist es jetzt jedes Mal, wenn ich so einen Shoot habe, putzt es mich nachher, weil ich eigentlich gar nicht wirklich gemacht bin für so ein Kamera-Equipment rumschleppen, das irgendwie 20 Kilo schwer ist. Und dort habe ich recht, also dort habe ich wirklich fast ein Jahr lang, also auch körperlich Mühe gehabt. Also eigentlich viel länger. Das ist eigentlich dann fast 3 Jahre lang jetzt wirklich gegangen, bis ich mich wieder von dem Ganzen wirklich also
Rücken wieder erholt habe, eigentlich. Mit viel, einfach viel Geduld habe irgendwie mit Training und wirklich immer ein bisschen etwas machen, weil ich, und dann eben mit Kind, du weißt ja, wie es ist, du drehst das Kind die ganze Zeit um und das belastet halt einfach jeden Tag die Rücken und du merkst so, hey, ich schaffe es fast nicht mehr, blöd gesagt, körperlich, weißt du, und das macht dich dann auch mental irgendwie fertig. Eben so, dass ich wie also ein bisschen, am Schluss ein bisschen auch ausgebrannt war von dem Videozeug, weil ich gefunden habe, so, hey, vielleicht habe ich es jetzt übertrieben und vielleicht ist es doch gar nicht so das, was ich eigentlich wollte. Ja, vielleicht habe ich mich einfach jetzt da wieder drin verbohrt irgendwie und es ist echt doch gar nicht. Und dann habe ich mir wirklich recht lange habe ich mir das alles so ein bisschen eingeredet, dass das eigentlich nur, wahrscheinlich habe ich einfach nur so eine Phase gehabt, wo ich das irgendwie wollte machen und vielleicht ist es doch nicht so geil, ich suche mir vielleicht lieber wieder, vielleicht ist der andere Job gleich gescheiter und weißt, eben, da kommt halt der ganze Spass. Und dann eigentlich erst so vor 2 Jahren habe ich wirklich so gemerkt, hey, so jetzt ist, wo es mir auch wieder besser gegangen ist, wo, die Phase auch, weißt du, mit Kind, es ist alles wieder ein bisschen normaler geworden. Erst dann habe ich wirklich gemerkt, okay, jetzt ist Zeit, um den Knopf zu drücken. Und wir sind in Bali gewesen, 4 Wochen. Und eigentlich schon nach 2 Tagen habe ich mit der Caro das Gespräch gehabt und gesagt, hey, look, du hast jetzt gerade einen neuen Job angefangen. Dort hat sie gerade einen, ja, dort hat sie gerade einen neuen Job angefangen. Der zweite nach der Schwangerschaft. Weil sie bei mir auch nicht so richtig Freude gehabt hat. Und ich gesagt, ja komm, ja, jetzt ein Job, probier es einfach. Und dann habe ich gekündigt. Und dann, eigentlich 2 Wochen später, nachdem ich gekündigt habe, ich halt gleich wieder eine Stelle ausgeschrieben als Video- und Fotoproducer für eine Firma in Zug. Und dann habe ich mich auch mal dort beworben und dachte, ja komm, für 40, ich glaube 40% sind es gewesen. Easy. Für das so ein kleines Einkommen und ich kann mit der Materie arbeiten, die ich gerne mache. So als Startkick wäre es nicht schlecht. Und es hat dann auch gut geklappt und dann bin ich dort rein und nachher hat sich halt nebenbei halt auch sehr viele Sachen ergeben. Ich konnte Festivals machen mit dem Gurten oder gewisse Firmen können für Firmen auch von Videos machen. Nicht nur, früher habe ich halt viel eben so Musiksachen gemacht oder so. Ja, wo jetzt Geld auch nicht immer ja, locker sitzt. Oder? Und das ist natürlich auch interessant, jetzt mal so ein bisschen in die Firmenwelt einzutauchen und für Firmen Videos zu machen, wo jetzt dort nicht unbedingt so Diskussionen stattfinden. Ja, und dann eigentlich so nach ein paar Monaten habe ich eigentlich schon gemerkt, okay, cool, aber auch Video wollte ich nicht als Angestellter eigentlich machen, sondern ich werde jetzt einfach frei sein. Ich wollte nicht müssen an einen Arbeitsort gehen, einfach nur damit ich dort bin, sondern ich habe wirklich wollen, wenn ich einen Job habe, gehe ich dorthin, erledige den. Aber wenn es dann nachher ums Editieren geht und auch Pre-Prod und all das Zeug, dann wollte ich einfach, ich muss einfach in meinem Space sein, zu meinen Zeiten, wenn ich mich, ja, ich kann nicht in einem Grossraumbüro, wo 10 Leute am Reden sind, kann ich mich konzentrieren und irgendetwas editieren. Und darum habe ich mich dann entschieden, dort eigentlich auch den Job aufzulösen, also den Vertrag aufzulösen und dann einfach das Ganze als Freelancer weitermachen. Ja, und so ist der Stand heute. Und seit dem Januar bin ich jetzt komplett selbstständig und best Entscheidung Wie fest spielt da dabei vielleicht dann auch gerade Maila, also eure Tochter, eine Rolle, dass sich das Denken wie noch gefestigt hat? Weil eben, du hast erzählt, das ist ja schon in der Schweiz zumindest eine mega grosse Ausnahme, auch heutzutage leider noch, dass der Vater die ersten, eben, du hast gesagt, 7 Monate, oder wie lange? Von Januar bis irgendwie September, oder noch länger sogar, Acht Monate sind, ja. 8 Monate, eigentlich so viel Zeit mit dem Kind verbringt. Und ich meine, das macht ja mega viel. Das macht ja nicht nur viel in der Bindung, sondern halt eben auch dem, das ist ja dann eigentlich der Default, oder? Das ist das, wo du findest, hey, so sollte es sein, weil das fühlt sich richtig an, oder? Und nachher, wenn du dann wieder anfährst, sonst, dann ist ja immer so, hey, nein, es kann doch nicht sein, dass ich so wenig Zeit habe für mein Kind, oder? Wo andere halt vielleicht von Anfang an in Rollen sind oder in Konstellationen, wo es halt einfach so ist und die kennen es gar nicht anders, oder? Das ist auch normal, eben, es ist halt leider so, oft sind es Väter, oder? 2 Wochen Vaterschaftsurlaub, ui, oder? Und nachher bist du wieder am Arbeiten und dann hast du halt dein Kind, ja, Randzeiten, oben, vielleicht noch eine Stunde, vielleicht hast du mal einen Papi-Tag,
Ferien, Wochenende natürlich, oder? Und dann ist ja das der Default. Und nachher kennst du dieses gar nicht, wo du jetzt gerade am Anfang gehabt hast, wo ich aktuell ja habe. Also ich meine, du hast mir vorher sehr fest so aus dem Herzen gesprochen, wie es mir aktuell geht, oder? Ich bin jetzt hier unterwegs mit der Meli und der Ella und ich habe ja Fulltime, habe ich die Ella um mich herum. Hat die Zeit, oder? Ich sehe jeden Tag die Entwicklungsschritte, die kleinen Sachen, die sonst vielleicht gar nicht so auffallen. Und ich merke oder jetzt schon mega fest, oder, wie wertvoll das für mich ist, wie fest auch eben die Bindung wächst und wie alles andere so ein bisschen dann nebensächlich wird. Ich denke jetzt oft auch in dieser Situation, ja, ich könnte ja mehr machen, ich könnte jetzt auch mehr noch am Business arbeiten, oder? Und es gibt so viele Sachen, die ich gerne würde machen. Und dafür würde ich mich vielleicht auch manchmal so ein bisschen dann denken, so, ah ja, vielleicht sollte ich oder vielleicht müsste ich. Und, dann wirst du aber gleichzeitig, dann, also meine Gäste waren auch wieder so ein Tag, oder am Abend so überlegt, so, dann irgendwie etwas auf Insta gesehen, wo andere machen, ah ja, das und dieses und müsste ich echt mehr arbeiten. Oder? Und dann denke ich, hey, nein, oder? Also irgendwie, wenn ich jetzt überlege, den Tag oder gestern, ich habe nichts Spezielles gemacht, aber ich konnte Zeit mit ihr verbringen, oder? Ich konnte irgendwie das erste Mal mit ihr irgendwie über das Mürli laufen, die mega lange irgendwie die ganze Zeit irgendwie auf dem hohen Mürli laufen, mir Tank geben und so Sachen, oder? Wo du irgendwie, da weißt du auch jedes Mal, ja, dass die Zeit nicht vergeudete Zeit ist, im Gegenteil, dass diese Zeit einfach immer Sinn macht. Wo ja alles bei anderen, ja, so alles andere kannst du immer in Frage stellen, oder? Kannst immer in Frage stellen. Bringt es jetzt, dass ich so viel Zeit ins Video kreieren, investiere oder in mein Business? Aber bei dem fragst, also wenn du Zeit mit deinen Kindern verbringst, die Frage stellst du ja nie, oder? Ob das jetzt Sinn macht. Das ist eigentlich auch nicht wirklich kompatibel. Also eigentlich ist es, wenn wir ehrlich sind, ist es nicht kompatibel. Von mir aus gesehen. So das Arbeiten, wie wir es machen und. Also es ist einerseits sehr kompatibel, weil du eben sehr frei bist, aber es verlangt schon sehr viel Disziplin auf beiden Seiten, weil eben einerseits, du als Selbstständiger kannst du theoretisch ja 24 Stunden mit dem Kopf bei deinem Business sein, du könntest 24 Stunden irgendwie schauen, habe ich noch ein E-Mail oder hey, schau mal, was macht der und das will ich auch machen und dort könntest du noch und jenes könntest du noch. Aber dann halt auch wirklich gezielt, wenn du mit dem Kind zusammen bist, alles andere eigentlich ausschalten und dann einfach nur Zeit mit dem Kind verbringen, was nicht immer einfach ist. Aber wenn du jetzt bei meinem Insta-Feed gehst schauen und du siehst, wenn ich das letzte Mal etwas postet habe, dann musst du auch sagen, so, alter Schalter. Ey. Aber ich, für mich ist es wie so, bei mir braucht es so viel, also ich würde gerne mehr kreative Sachen machen im Moment, aber ich weiss, es geht jetzt gerade nicht. Es ist wie so, vielleicht, wenn wir dann gehen reisen, dann habe ich wieder Platz und Zeit für das, für etwas umzusetzen, was ich geil finde, was ich machen für mich und für uns oder was auch immer. Einfach etwas, was von mir kommt, was ich jetzt gerade erlebe und das möchte gerne in die Welt rauslassen. Blöd gesagt. Aber ich kann wie nicht neben Arbeiten, neben Selbstständigkeit habe ich keine Kapazität mehr und Kind habe ich keine Kapazität mehr im Kopf, noch, jetzt noch mich mit dem zu beschäftigen, wie ich mich jetzt kreativ austoben kann. Und manchmal geht es. Wir haben in Fuerteventura, wo wir waren, haben wir jetzt auch gerade manchmal so einen Shoot angerissen. Oder Carol vor allem. Mit so einem Couple-Model. Model-Couple. dann habe ich gemerkt, okay, ich gehe jetzt einen Tee und ich kann mich schnell ein bisschen austoben und habe innerhalb von 2 Stunden das editiert und bin eigentlich am gleichen Tag wir sind den Tee geshootet, heimgegangen, Carol hat ein kleines Bett gebracht, muss jetzt zurückkommen, ich habe das Video schon editiert, weißt du, wieso, es ist gerade alles gegangen und das ist so der, dort, was ich eigentlich geil finde, aber ich weiss, es ist so die Momente, wo ich das machen kann, die sind im Moment einfach halt irgendwie wieso nicht da und es ist okay, weißt du? Eben, das aber ist ja vor allem. Also, weil ich glaube, der Drang nach mehr kreieren. Welcher Creator hat nicht das Gefühl, er könnte mehr machen? Oder klar, gibt es vielleicht so einzelne, die wirklich eben noch voll im Hustle-Modus ist und wissen, sie arbeiten gar nicht mehr. Aber eben, das ist ja das Medium Insta gerade, oder? Auf der einen Seite ist es eine grosse Inspiration, vielleicht auch Motivation oder irgendwie. Manchmal gibt es ja auch ein bisschen so einen Kicki-Arsch, oder? Ich habe ich habe dir durchgescrollt, oder? Und dann habe ich das Video gesehen, eines der wahrscheinlich schönsten Videos, die du gemacht hast, oder eben gerade in Fuerte dort mit der Maila, mit dem Voiceover, oder? Und ich dachte, hey,
so etwas, so ein Video, so einen Moment mal einfahren mit der richtigen Kamera, das wäre auch etwas, was ich jetzt mal auf dieser Reise eigentlich noch sollte machen, oder? Auch zum mal sich kreativ ausleben. Ja, aber das ist ja gerade da, du siehst immer so Sachen, oder? Wo einem zwar inspirieren können, oder? Aber wo einem auch immer aufzeigt, hey, du machst zu wenig. Ja. Ja, aber eben, das ist zum Beispiel immer so sagen, ich bin, Carol sagt ihm so, hey, du musst mehr filmen, du musst dich mehr filmen. Es ist doch so cool, wenn wir ein Video machen können. Und es ist alles gut und recht. Aber ich habe wirklich manchmal einfach keine Lust, jetzt eine neue Kamera mitschleppen, wenn wir irgendeinen Ausflug machen, weil ich es einfach, weil ich nachher muss überlegen, hey, wie will ich jetzt diese Szene mit den Nächsten zusammenschneiden? Und dann musst du dir eine Story überlegen und du bist im Kopf schon, du bist ja nicht dort. Du weißt, wie es ist. Genau. Du gehst dorthin, genau. Nachher überlegst du, okay, wie kann ich jetzt aus dem einen Film, ja, für ein Schlusszeichen machen? Du brauchst irgendwie einen Eingang, du brauchst einen Ausgang, du brauchst irgendwie ein Zeug, und nachher in der Mitte kannst du zusammenschneiden. Und dann ist der Moment, den du erlebt hast, ist eigentlich für den Arsch, blöd gesagt. Im Nachhinein ist es schon geil, weil du dann hockst daheim, schaust das Zeug an und eben, du bist fast so voll weggeflasht, mit Tränen in den Augen fast, weil du den Moment halt festgehalten hast. Aber es ist mega so, okay, heute Abend ziehen wir uns den Sunset rein an diesem Ort und wir tun es festhalten. Und die restlichen 7 Tage machen wir dann vielleicht, wenn es um Videos und Fotos geht. Und auch in diesen 2 Wochen, wo wir jetzt in Fuerteventura waren, wir haben genau einen Abend geshootet und einen mit dem Couple und einen, wo wir noch als Family zusammen sind, shooten, und das war eigentlich der letzte Abend. Wo wir gesagt haben, komm, jetzt gehen wir noch, jetzt ist ein perfekter Sonnenuntergang, gehen wir das noch machen, einfach so als Erinnerung. Aber es ist wie so, ich finde wie so, du musst wirklich deine Kreativität auch irgendwie probieren, mega punktuell einsetzen und nicht mehr, du kannst das nicht jeden Tag machen. Du bist nicht jeden Tag kreativ und du hast auch nicht jeden Tag Lust, kreativ zu sein, genau gleich. Und das finde ich auch so wichtig, dass man das irgendwie auch ein bisschen versteht. Also, ich meine, ich kann jeden Tag E-Mails schreiben, ich kann jeden Tag, weiß ich nicht, irgendjemandem Support geben, irgendetwas, oder mit jemandem in Meetings hocken, das kann ich jeden Tag. Aber ich kann nicht jeden Tag auf Knopfdruck eine geile Idee haben oder irgendwie ein geiles Video produzieren. Das geht einfach nicht, weil das ist einfach etwas, was man nicht kann per se auf Knopfdruck machen kann. Manchmal fühlst du es und dann geht es. Und manchmal ist es halt einfach so, ja, okay, du kommst zwar immer zu einem Resultat, so ist es nicht. Aber eben gerade wenn es um private Sachen geht, ist es wie so, es muss dann einfach gerade flowen und dann wird es geil. Aber so etwas forcieren, da bin ich einfach nicht mehr so, das finde ich einfach irgendwie, das hört mich nachher immer noch mehr ab, weder, dass ich gar keine Lust habe, als mich wirklich motiviert, nachher etwas zu machen. Aber eben wenn es punktuell einsetzt und dann auch wirklich etwas Cooles daraus machst, dann muss es aber auch für mich schnell gehen. Also weißt du, es ist wie so, eben dann so, okay, jetzt haben wir es geshootet, ich gehe jetzt heim und editiere es gerade. Next. Und das ist gut, das ist mein Kopf wieder leer. Weißt du, da muss ich nicht mehr daran denken, oh ja, da ist noch Zeug, wo ich editieren sollte, weil ja, wir haben es ja gemacht. Und, sondern einfach am besten etwas durchziehen, schnell machen, erledigen und next. Und dann gehst du zum nächsten. Und dann habe ich lieber mal, und eben so ist es auch sonst, finde ich jetzt mit dem Arbeiten, ich habe lieber mal einen Tag mehr frei und vielleicht jetzt kein busy Tag, dafür kann ich mich ein bisschen aufladen wieder mit vielleicht auch einfach mache ich rumstöber, was so läuft und wer was macht und was jetzt gerade so ein bisschen aktuell ist. Um dann vielleicht auch wieder ein bisschen Ideen sammeln, was du kannst machen. Ich meine, das mache ich eigentlich ständig. Aber nie mehr in dem Ausmaß, wie ich es früher gemacht habe. Also meine Social Media Time ist definitiv unterirdisch verglichen mit vor 2-3 Jahren. Aber einfach, weil ich weiss, mir geht es nachher nur, ich schaue es an und nachher denke ich so, wieso bin ich nicht so gut, oder wieso mache ich nicht das, was die machen, oder wieso kann ich nicht so geile Videos schneiden wie die, Soundeffekte, und ja, dann bist du nur in dem Modus, und dann hilft dir niemandem etwas ein. Es ist cool, manchmal motiviert es dich, um etwas durchzuziehen, und manchmal macht es dich einfach nur, denkst du, oh Gott, was läuft da, ey. Aber so geht es dir bei allen, oder? Ich meine, dann schaust du mich an, und ich mache es nicht besser oder schlechter, aber du denkst sowieso, oh nein, der hat das gemacht, ey. Ich muss jetzt Genau das wollte ich jetzt sagen, oder? Weil das ist immer so, man hat die eigene Perspektive auf andere, oder? Es gibt ja immer Leute, die es noch besser und geiler und mehr und was immer machen, und andere schauen dafür dann wieder bei dir und denken, ich habe jetzt auch mit dem Video, das du da gemacht hast, und dann denkst du, wieso habe ich das jetzt noch nie gemacht auf dieser Reise, oder?
Und wir, bei uns ist natürlich wieder das Gleiche. Bei uns schauen dann auch wieder und denken so, ah, die machen das und dieses und so, wieso machen wir nicht? Und das ist so ein Endless, irgendwie, weiß auch nicht, wo man sich einfach immer selber, ja, ich finde ich, ein bisschen verarscht, wenn man das immer nur so aus den eigenen Dingen anschaut. Weil mehr geht immer, mehr Zeit verbringen auf Social Media kannst du immer, mehr, was auch immer. Ja, für mich muss ein Verhältnis stimmen, oder? Was ich für mich immer noch ein bisschen am Suchen bin, ist so ein Medium, also nicht das Medium, aber was kann ich machen als Creator oder wie auch immer ich sagen oder als Kreative, wo ich täglich produzieren kann. Wo ich für mich kann täglich produzieren und ich kann dahinter stehen und vielleicht, also weißt du, auch jemandem etwas weitergeben mit dem, was ich mache. Und nicht, ich bin da am geilsten Ort der Welt. Und, weißt, das interessiert mich eigentlich, das interessiert mich wirklich nicht. Aber ich finde schon so Value Transfer irgendwie so auf Social Media finde ich schon etwas richtig geil. Also ich, wenn ich etwas konsumiere auf Social Media, ist es immer Sachen, wo ich, wie kann ich mich besser verbessern, irgendetwas. Also ich ziehe mir eigentlich gar nicht so das Highlight-Geschmäus rein, wo ich vielleicht früher mehr gemacht habe, sondern mehr so, also im Moment bin ich vielleicht ein bisschen mehr so im Fitness-Ding halt, wo ich halt wirklich schaue, hey, was für Übungen oder wie kann man Übungen ausführen. Zum Beispiel, ich habe jetzt lange auch so mit dem Rückenproblem gehabt. Und da bin ich einfach sehr viele Kanäle auch gefolgt, wo einfach wirklich so Rückenproblem halt beschreiben und was man machen kann, damit es besser wird. Und ich habe jetzt wirklich ein Jahr lang habe ich mich sehr diszipliniert an solche Sachen auch gehalten. Und es hat mir etwas gebracht. Also ich bin jetzt eigentlich schmerzfrei seit einem halben Jahr. Praktisch. Und ich meine, für so Zeug kann Social Media auch gut sein. Ich ziehe mir viel mehr so Gesundheitssachen über Insta und YouTube, weder dass ich mir jetzt wirklich irgendwie Video-Creator-Sachen reinziehe, wo die neueste Kamera, die jetzt schon wieder rausgekommen ist, wo eigentlich immer noch der gleiche, wo immer noch das gleiche kann wie die vor 5 Jahren, aber sie ist halt jetzt einfach gerade geil und kostet gerade wieder viel Geld. Ja. Ja, ich bin auch so trotzdem. Ist vielleicht halt trotzdem das Alter, gell, wenn man sich dann irgendwann mehr mit Gesundheit befasst, wie mit der neuesten Kamera. Ja, aber das ist schon immer so gewesen, oder? Ich bin wie so... Also ich muss das sagen, zum Beispiel bei Musik ist es ja auch so gewesen, oder? Zuerst... Musik interessiert mich, nachher bin ich mega so, ja, da hast du Effektgeräte und Gitarre und Amps und all das Zeug und du musst das alles getestet haben, alles gekauft haben und irgendwann merkst du so, okay, eigentlich eine Gitarre, Verstärker und das Effektgerät längt. Der ganz andere Scheiß war einfach nur teuer und hat niemandem etwas gebracht. Aber es war nice, dass du es ausprobiert hast. Und beim Filmen ist es mir halt auch so gegangen. Oder dann hast du all das Zeug mal ausprobiert und am Schluss merkst du, okay, eigentlich eine Kamera und 2 Objektive würde es tun. Und der Rest ist eigentlich das da. Oder ob du es jetzt eben gerade fühlst oder nicht. Und nicht all den Grümpel, den du irgendwie könntest zutun, theoretisch, oder wo du vielleicht irgendwo auf Social Media siehst, dass du alles musst haben. Oder, ja. Ich glaube, in der Trap, oder, wo wir alle, oder wo allen gleich geht, oder? Also du fährst mit etwas mal, egal was das für eine Passion ist, ob es jetzt irgendwie Video kreieren, Sport, Musik, egal was, du fährst mit etwas mal und du siehst halt, eben, hast irgendwie Inspirationsquellen und willst dort hinkommen, wo die sind. Oder denkst, ah, oh, wenn ich doch nur so gut könnte Musik machen, tanzen, zeichnen, whatever, oder? Und dann hast du das Gefühl, okay, damit ich dort hinkomme, brauche ich besseres Gear, oder? Wenn ich doch nur irgendwie eben das Instrument hätte, oder wenn ich irgendwie, Kameratechnik ist eh schlimm, oder wenn ich alles nur irgendwie die Kamera, das Objektiv, der Gimbal, die Drohne, dann könnte ich die Videos auch machen. Und nachher gibst du sehr viel halt Geld aus für all den Schrott, in Anführungszeichen, einfach Ballast. Nein, es ist ja cool, weißt du, es ist auch psychisch Ballast, weil du... Ja. Du bist nachher im Schrank irgendwo und du brauchst es nie und es stresst dich eigentlich, weil du es wirklich Kohle ausgegeben hast und das, dass es eigentlich nur verstaubt und kaputt geht und in einem Jahr kommt noch etwas viel Geileres raus. Oder du hast dabei auf Drehs, auf Produktionen, also das haben wir auch oft erlebt, oder? Dann hast du irgendwie sehr viel Shit dabei, oder? Und merkst einfach, du verbringst mehr Zeit damit, zu schauen, dass all die Technik irgendwie aufgestellt ist, der Gimbal irgendwie richtig kalibriert, whatever, Akkus geladen für die Drohne,
oder? So alle Momente Zeit, schon verpasst. Vor Ort, dass du alle Momente verpasst hast, oder? Wo du denkst, wenn jetzt nur die Kamera, einfach die Kamera und das Objektiv, dann hat die all die Momente eingefangen. Oder? Und darum ist es immer eben, da machst du die guten Filme, oder da machst du, ist nicht, Technik ist schlussendlich, ja, ist ein Hilfsmittel, oder? Yeah. Aber wenn es da stimmt, wenn du da irgendwie das richtige Mindset hast und halt auch eben die Erfahrung, die Skills, die Kreativität, dann kannst du mit dem da die besseren Videos, Filme, Stories erzählen, als mit dem krassesten Equipment. Ist so. True, true. Aber wie sind wir eigentlich jetzt genau zu dem gekommen? Keine Ahnung, das ist schöner als in einem Podcast, oder? Das ist genau schön als in einem Podcast. Das ist ja der Grund, wieso ich ja das Format unbedingt auch machen wollte. Ist ja, glaube ich, auch etwas bei dir, oder? Wo du ausprobiert hast. Das ist einfach geil, oder? Im Vergleich zu sonst auf Social Media, wird immer. Es wäre immer noch mein Medium, ja. Ich finde es halt schon noch geil. Wenn, ja. Ja, also ich merke, was ist jetzt das, die 7. Folge? Also mir macht es auch schon Spass, weil du merkst halt eben einfach, du kannst mal mit einer Person ein bisschen tiefer gehen. Ich meine, wir kennen uns relativ gut, oder? Also zwar noch nicht so, ich sag mal, ewig lang, aber in diesen Jahren haben wir mega viel zu tun miteinander. Wir sind eine mega Inspiration für uns, jetzt auch gerade, weil wir die Ella bekommen haben und so, oder? Und es war schön, da eure Geschichte auch mitzubekommen, oder? Wie das bei euch alles gegangen ist. Aber gerade jetzt in so einem Gespräch, oder, erfährst du noch mal so viel mehr Neues. Oder kannst du mal mit ein bisschen ins Detail gehen, wo du sonst wenn vielleicht noch kein Kind dabei sind. Genau. Ja, das ist vor allem. Vielleicht kann man also jetzt einfach einmal sagen, der Carol und der Meli haben übrigens, wir haben wieder eine Podcast-Folge geplant. Wir gehen schnell ins Zimmer hin. Genau. Sonst machen wir das immer nur so zwischen Tür und Angeln oder währenddem, dass da bei die eine reist und dort dann irgendwie die andere etwas abberührt. Obwohl wir uns ja immer schon ein bisschen auseinander und ein bisschen quatschen. Und die Frauen leben, die mehr in Charge sind. Ja, genau. Aber was ich eigentlich noch sagen ist schon, was du vorhin noch gesagt hast, wegen, es ist halt, es sieht nett aus alles, wie aus, die machen Musik und du kannst so gut Gitarre spielen und du kannst so gut das und das, aber es ist halt einfach, das Resultat ist immer nur das, wie viel Zeit das du drin gesteckt hast und über wie viele Jahre, dass du halt, weil ich halte mich für einen sehr untalentierten Menschen in vielen Bereichen, aber ich weiß, wenn ich etwas wirklich will, dann mache ich einfach so lange und so stecke so viel Zeit rein, bis ich es kann. Weil, klar, eben, je älter du wirst, desto schwieriger wird das auch mit der Zeit. Und ich meine, wenn ich überlege, wie viel Zeit zum Beispiel ich jetzt in Musik und alles investiert habe in meinen 20er, meine ich habe ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Also wie eben, eine Stunde Sport ist bei mir schon so, wow, ja, ich kann mir jetzt eine Stunde Sport leisten, blöd gesagt. Ja. Aber ich weiss, ich brauche das. Und wenn ich das nicht habe, dann kann ich weder daheim performen, blöd gesagt, als Videomensch performen. Weil ich kann es nicht. Weil dann ist zwei Monate, wenn ich nichts gemacht habe, weiss ich, fällt mein Rücken wieder an, Terror machen. Und das gehört jetzt halt einfach dazu und mir ist das wichtig und ich finde, wieso eben, man muss auch eben alle, die irgendetwas in die Richtung wollen machen, die müssen halt einfach lernen, dass das ein langer Weg ist, wo Marathon einfach auch Ausdauer braucht und Investition halt, egal was es ist. Ob es Geld oder eben Zeit ist. Mhm. Finde ich auch, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Quintessenz von dem ganzen Gespräch. Ich habe letztens den Satz aufgeschnappt, hast du sicher auch schon gehört, aber für die ihr, die zuhören, ist vielleicht gleich immer wieder gut zum Hören. Oder? Man überschätzt sich ja immer, oder man überschätzt, was man in einem Jahr kann erreichen kann, und man unterschätzt massiv, was man in 10 Jahren kann erreichen kann. Mhm. Also das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen das. Also, du musst etwas finden und oder etwas machen, das dir so Spass macht, wo du irgendwie so eine Work-Life-Balance kannst machen, dass du nicht ausbrennst, sondern dass du eben auch nach 10 Jahren noch Bock drauf hast. Und dann musst du dir eigentlich keine Sorgen machen, dass du irgendwie nicht mehr ankommst, wo du auch, ob es ist von dem Leben oder was auch immer du als Erfolg definierst. Oder irgendwie von unterwegs können arbeiten, die Zeit mit der Familie zu haben, whatever. Oder? Aber gleichzeitig du musst auch realistisch sein. Oder? Ich finde, ganz viele Leute sind eben noch nicht so wirklich realistisch mit dem, was sie machen. Also weißt du jetzt auch,
Aber du musst von dem können leben, wenn du willst. Also es kann ja nicht einfach sein, dass du ein nettes Hobby hast noch neben fünf Dann anderen, ist es oder? einfach ein Hobby. Dann ist es einfach ein Hobby, oder? Ja, Dann musst du es aber auch als aber. Hobby sehen und sagen, okay, das ist mein Hobby. Aber wenn du natürlich sagst, das ist meine, ich werde aus dem, von dem können leben, ja, dann ist natürlich klar, dann musst du vielleicht auch andere Hobbys hinten anstellen, oder? Dann musst du halt sagen, okay, das hat jetzt Prio, weil aus dem wird jetzt irgendetwas aufbauen. Dann muss halt vielleicht bei dir Musik, oder? Bands, wenn dann halt irgendwie, ja, wo vielleicht irgendwann sagst, okay, mal, das ist eine Leidenschaft von mir, aber das ist mehr ein Hobby, oder? Aber das muss jetzt hinten anstehen, weil irgendwie Ja, und aus dem ja, muss er da etwas machen. aber trotzdem habe ich es eigentlich blöd gesagt in dieser Zeit so betrieben, wie wenn ich würde von dem leben. Also weißt jetzt, also klar, eben, ich habe ja gearbeitet, aber bei der Freizeit bin ich eigentlich nur dort gewesen. Also weißt du, ob jetzt das Konzert organisieren oder eben irgendwas so online oder Songs üben oder Songs schreiben oder proben oder du bist einfach nonstop dort dabei, oder? Also da hast du eigentlich keine Pause davon. Das ist, eigentlich ist es genau das Gleiche wie jetzt als Selbstständige. Nur, dass es halt wirklich ein reine Hobby und Leidenschaft eigentlich war, was crazy ist eigentlich. Und auch geil gleichzeitig. Ist ja geil. Und es ist Also ja geil. Also es ist geil, wenn du etwas findest, was dich so, weißt, irgendwie, wo dich ja. so fasziniert, was du täglich willst, Zeit dort reinstecken, oder? Und auch kannst dranbleiben und dich verbessern und so. Aber eben, irgendwie, wenn du dann halt vielleicht noch etwas anderes hast, was dich auch fasziniert und das, bei dem siehst du irgendwie das Potenzial, dass aus dem heraus etwas könnte entstehen, oder? Ja, und eben, wenn du noch Wo das deine Kind Träume hast, erfüllt. Ja, und das wenn du Kind. noch das Kind hast, Ja. wo deine Zeit echt zu 100% ausfüllt, Ja. egal wie du es machst. Und dazu noch meistens schlechter Schlaf hast. Was jetzt der Kreativität auch nicht gerade die Karte spielt, Mama. Hey, wir sind stolz Aber auf uns, oder? Erwähnt, wo wir noch geschrieben haben miteinander. Aber seit wann bist du wach heute? ich bin jetzt der zweite Tag. Nein, gestern bin ich um 5 Uhr wach gewesen und heute um 5:30 Uhr. Ist geil, oder? Hey, es ist wild. 5 AM Club ohne Wecker. Ja, es ist eigentlich okay, aber dann müsste ich um 9 Uhr ins Nest, aber das schaffe ich nicht. Ja. Tja. Aber ja, Ja. ich Hey, ja. ich finde trotz Schlafmangel, trotz, ich mir heute ähnlich gewesen, Della hat letzte Nacht auch ja, schon ein bisschen früher Terror gemacht. Mit Kaffee und allem geht es dir gleich immer, gell? Und jetzt haben wir gefunden, wir haben die Stunde relativ schnell umgebracht und ein paar richtig spannende Sachen können ansprechen. Das war cool gewesen. Ich habe es richtig interessant gefunden, ein bisschen mehr von dir zu hören. Auch gerade so vielleicht die Momente in deiner Karriere bis jetzt, wo vielleicht gegen außen gar nicht, wo man gar nicht so sieht, oder die Zweifel, die vielleicht auch ja, frustrierende Zeiten. Wo ja auch heute immer noch manchmal da sind. Also, Eben, weißt du, mir schon bei nie. mir Also, ich bin ja jetzt eben. auch. Ja. Ich glaube bei allen. Also ich glaube, Das ist einfach zeig mir crazy. den, egal auf welchem Level, oder wo, ja, das sind unsere Brains, unsere Dinge, die uns selber immer wieder irgendwie zweifeln und alles und so. Und die Stimme kannst du, glaube ich, wahrscheinlich nie komplett ausschalten, aber man kann natürlich ja, mit ein bisschen mehr Erfahrung, mit ein bisschen mehr, es auch nicht auch. Selber ein bisschen mehr Krach machen, wenn das stimmt. Ja, genau. Yes, Geht's. yes. Yes. Sehr cool. Hey, Andi, danke dir viel, viel mal fürs Mitmachen. Ich Nein, glaube merci dir. auch, das ist nicht die letzte Folge, die wir zusammen machen. Wir Wird können sehr sicher noch gerne etwas dann kommen. wieder, genau, vielleicht dann auch mal als Gast in deinem Podcast, wenn du wieder mal eine Folge machen Daddy Podcast. Yes, machen wir den kompletten Ding. Ich glaube, heute haben wir das Thema ein bisschen gestreift, was ich auch sehr interessant gefunden habe. Aber ja, ich glaube, wir haben es noch im Rahmen gehalten. Bei deinem Podcast könnten wir uns dann vollkommen der Dirty Daddy. Windelwechseltechniken und weiß nicht, gut, das ist bei dir auch schon Dann alles weiß ich schon fast nicht mehr. aufgeschrieben. Das Yes. ist schon so fast Yeah. schon lange her. Ja. Yes. Ja. Hey, aber danke allen, die uns da noch zugelassen haben. Wenn ihr mehr über den Andi erfahren wollt, dann könnt ihr unbedingt natürlich auch mal auf seinem Insta oder auf der Webseite vorbeischauen. Wir werden alles natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und gebt doch den Podcast auch sehr gerne Bewertung. Eben, es ist jetzt dann die 7. Folge. Wir hoffen, dass wir noch ganz viele so spannende Gespräche können machen können. Oder ich hoffe das. Macht mir wirklich jedes Mal mega Spass. Und euer Feedback hilft auch dabei natürlich auch, um das Ganze, ja, weiterhin am Leben zu halten und hoffentlich auch besser zu machen.
Genau. Hey, dann Andi, sagst du Carol ganz liebe Gruß und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder mal. Machen wir. Yes, mein Lau. Bald Zeit fürs Mittag. Hey, Andi, mach's gut. Ich wünsche, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.